Sports Baka heißt die tolle Show aus Japan, wo mutige Kandidaten versuchen, 1 Million Yen zu gewinnen. Und ich heiße Andreas. Ich bin der Lenz und natürlich an unserer Seite die japanische Fachfrau für diese Spiele, die entzückende Kimiko. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sports Baka. Heute stellen wir die Mägen auf eine ganz harte Probe. Genauso natürlich auch die Lippen und das unter Wasser. Und wir lassen Menschen in Hafenbecken springen. Verfolgungsjagden gibt's am laufenden Band. Und es wird geküsst, was das Zeug hält. Ob heute ein Kandidat die 1 Million Yen abräumen kann, wir sehen's gleich. Und mitten rein nach Japan zur tollsten Show mit den spannendsten und aufregendsten, mutigsten Stunts. Wir sind in der Region Shizuoka in der Mitte Japans, in der Bucht von Nishiizu. Und da tut sich wirklich Atemberaubendes. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Warum sind wir überhaupt hier? Diese Kandidaten wollen 1 Million Yen gewinnen und dafür müssen sie hier ganz besonderes Geschick zeigen. Das Geschick lohnt sich nun wirklich beträchtlich, denn es geht um 1 Million Yen. Richtig, Asche, das sind fast 10.000 Euro. Lenz, vielleicht erkläre ich dir mal schnell das Spiel. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Der Start ist in 15 Metern Höhe und Kandidat 1 muss jetzt hier erstmal bis darüber diese 30 Meter kommen, greift dann in 10 Meter Höhe dieses Seil und währenddessen muss sein Partner, der dort oben auf dem Kran ist, den Fallschirm mit dem Geld abwerfen. Und dann muss man nur noch fangen und schon haben die beiden 1 Million Yen gewonnen. Phänomenal. Aber ganz schön schwierig. Unser erster Kandidat heißt übrigens Osaru. Und jeder, der ein bisschen Japanisch kennt, der weiß, das heißt Äffchen. Damit hätte er mit Sicherheit die besten Voraussetzungen für dieses Spiel. Aber dieser Affe hier wird einfach nur getauft. Vielleicht zeige ich dir ein anderes Spiel, Lenz. Bitte immer gerne, das ist auf jeden Fall was Kulinarisches. Hast du Hunger? Tja, ich habe natürlich Hunger. Kimiko hat uns gerade hier, wie sie bedeutet, guten Appetit gewünscht. Genau. Aber ob du so viel essen möchtest, wie unsere Kandidaten das gleich müssen, das ist noch sehr fraglich. Zwischen der Startlinie und der Ziellinie werden immer neue Sushi-Platten aufgefahren. Und kein einziger Teller darf die Ziellinie passieren, ohne dass er leer ist. Und sonst hat der Kandidat verloren. Da unten sind die ganzen Rezepte. So viel muss er insgesamt aufessen. Und der freut sich schon richtig. Hula! Ja, der Mann ist Hobby-Judoka, also Judo-Kämpfer. Und er hat schon mal so ein Spiel gespielt. Aber da ist er gescheitert, und zwar an einem Teller Spaghetti Napoletana. Nicht unbedingt japanisches Nationalgericht. Vielleicht war das sein Problem. Er darf aber zwischendurch ein bisschen was trinken. Ja, runterspülen muss man das natürlich schon, auch wenn es nur Reis und roher Fisch ist. Aber er bekommt dann schnell ein Zeitproblem. Der dritte Teller ist verputzt, aber schon beim dritten Teller sieht man doch die Anstrengung. Jetzt muss er schnell zugreifen, da hat er nicht aufgepasst. Ein Teller ist ihm durchgeflutscht, verloren. Schade. Wollt ihr noch mehr? Ja, klar wollen wir mehr. Und hier, Kiss, das kann jeder lesen, es geht ums Küssen. Dieses Pärchen hier hat gerade geheiratet. Da sollte die Anziehungskraft eigentlich groß genug sein. Und das Wasserküssen natürlich eine ganz besonders schwierige Disziplin. Vor allem müssen sie 90 Sekunden am Stück küssen. Und die hat es gerade mal für 12 Sekunden gereicht. Hoffentlich hält die Ehe länger als 12 Minuten. Ich glaube, davon können wir getrost ausgehen.
Wir gehen wieder nach draußen. Wir sind in Tokio, genauer gesagt an der Bucht von Tokio. Und hier kommt jetzt ein ganz spannendes Rennen. Diese beiden Autos müssen versuchen, sich aneinander zu koppeln auf einem vorgegebenen Parcours. Kontaktaufnahme der allerschwierigsten Art und Weise. Es gibt natürlich da ein bisschen Hindernisse. Der Fahrer des ersten Wagens muss 40 Stundenkilometer erreichen und wenn er dann diese Pfosten passiert, erst dann darf der zweite Wagen losfahren. Und der erste Wagen muss immer mindestens 40 Stundenkilometer schnell fahren. Wenn er langsamer fährt, passiert genau das. Bumm, Motor aus, alles kaputt, Spiel verloren. Phänomenal. Wir sehen hier den Parcours, 1500 Meter lang, mit reichlich Hindernissen, Kurven und so weiter. Und da ist das Ziel, da müssen sie durch. Und sie müssen dort durch, angekoppelt, beide Wagen zusammen. Und schon haben wir unsere ersten beiden Kandidaten. Wir haben Herrn Funazi und Herrn Yamaguchi, beides frühere Rennfahrer. In Japan nicht ganz unbekannt. Mal sehen, was sie hier drauf haben. Herr Funazi startet und jetzt darf auch Wagen Nummer 2 mit Herrn Yamaguchi losfahren. Ob er natürlich mit der Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern zurechtkommt als Rennfahrer, das könnte ein Problem sein, aber der Kurs ist sehr gewunden mit vielen Kurven, Hindernissen drin und wir sehen Wagen 2 da unten, die Einblendung in grün. Der fährt immerhin schon 55 Stundenkilometer etwas und der Wagen Nummer 1 hält sich ganz genau ans Speedlimit. Ja, aber ganz genau, das kann natürlich das Problem sein. Lieber doch einfach ein bisschen mehr geben. Lieber ein bisschen mehr, ehe man dort Gefahr läuft, ausgeschlossen zu werden. Aber der geht da ganz schönes Risiko in dieser engen Stelle mit den Parkbuchten. Und Wagen Nummer 2 muss ganz schön Gas geben. Ist also direkt angelehnt an die Parkplatzsuche in der Tokioter Innenstadt. Ja, und jetzt kommt man ein bisschen in die Außenbezirke und das sieht doch aus wie in den Straßen von San Francisco. Ja, da ist schon die erste Fast-Kontaktaufnahme passiert. Es erinnert ein bisschen an das Wagenrennen von Ben Hur. Wobei die Pferdestärken hier natürlich unter der Haube versteckt sind. Man muss aber aufpassen, dass man mit seinem großen Rammsporn nicht das andere Auto so demoliert, dass es kaputt geht. Denn die beiden sind schließlich ein Team. Die beiden teilen sich das Geld. Schwieriges Spiel. Sehr schwieriges Spiel. Das sieht man hier. Das sind ja immerhin ehemalige Profis. Oh je, und damit dürfte diese Chance auch ganz eindeutig den Bach runter sein. Ja, der Knall hat's angezeigt. Das war einfach zu langsam. Sie haben einen ganz verzweifelten Versuch gestartet und sich dann selbst abgeschossen. So blöd kann's laufen, also. Und auf zum nächsten Spiel. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel, Kimiko. Und wir sind wieder bei den Klammeraffen über dem Hafenbecken. Bis jetzt ist alles noch ganz gut gegangen. Jetzt kommt dann gleich der Abwurf. Achtung und... leider schief gegangen. Und wie immer, wenn es schief geht, hat man am meisten zu lachen. Als Zuschauer zumindest. Und deswegen zeige ich dir mal, was so ein paar andere Kandidaten so gemacht haben. Wollt ihr noch mehr? Ja, von mir aus natürlich gerne. Und schon wieder geht's ab Richtung Kulinarik. Ja, die wollen zumindest nicht mehr, glaube ich. Sie bemüht sich jetzt. Guten Appetit. Danke. Sie hat vorher gesagt, sie liebt Sushi. Das Problem ist, sie verträgt keinen Meerrettich. Ja, und was wäre ein gutes Sushi ohne den echten Wasabi? Ja, und da weint sie einfach zu scharf, das Ganze. Für diesen Kandidaten haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. 7 Teller hat er schon verputzt, aber was jetzt kommt, ist ganz gemein. Jetzt muss er nämlich einen Pudding essen zwischendurch. Naja, ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Haps zwischendurch.
Ein kleiner mittelgroßer Haps, aber das setzt die Geschmacksnerven dermaßen in Schwingung, dass man, glaube ich, völlig abgelenkt ist und nicht mehr auch darauf achtet, was jetzt passiert und was ist jetzt passiert. Ein weiteres Sushi ist durchgegangen. Neues Spiel, neues Glück. Nicht ganz ein neues Spiel, aber es wird mal wieder geküsst. Auch hier wieder ein Pärchen. Er ist aus Texas, seit 4 Monaten in Japan. Und er sagt, er hat mit seiner Freundin jeden Tag in der Badewanne geübt. Ja, das ist ein ausgesprochen reinliches Paar offenbar. Aber auch sie halten einfach nicht länger durch als 22 Sekunden. Ich kann das gar nicht glauben. Ja, da stimmt auf jeden Fall schon mal die Motivation. Los geht's mit viel Schwung. Die Frage natürlich, wird der Schwung auch mitgenommen jetzt hier beim Seilwechsel? Das Seil hat er immerhin schon erreicht. Jetzt müsste sein Kumpel mal so langsam den Fallschirm werfen. Leider nicht, leider nicht. Ah, unser nächster Kandidat, der ist Baywatch-Meister, japanischer Meister im Lebensretten. Kujirai heißt er. Guck dir an, was der für ein Kreuz hat. Ausgiebige Konzentrationsphase. Ist ein Spiel, bei dem es vor allem auf Timing zwischen den beiden Spielpartnern ankommt. Hula! 50 Meter müssen die beiden überbrücken und das macht er schon mal gut. Kommt damit Wahnsinnsschwung an! Oh, 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 das waren gerade mal ein paar Zentimeter. Jammerschade. Ich glaube, das gucken wir uns nochmal ganz genau an. Oh ja. Wenn das so einfach wäre. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde es jeder machen und jeder gewinnen. Wir könnten eigentlich mal anfangen zu trainieren, Lenz. Oder vielleicht sollten wir lieber für das Spiel ein bisschen trainieren. Er ist Judoka, ist schon im 3. Dan, was auch immer das heißt, in vollem Kampfanzug. Und den Kampfanzug, den braucht er jetzt. Hier ist vor allem Einstellung gefragt und Teller 7 hat er schon geputzt. Ja, der Pudding war schon für manchen eine echte Hemmschwelle. Ich bewundere allerdings seine Technik. Er hält sich nicht lange auf mit irgendwelchem Besteck oder Löffeln, sondern da kommt immer der ganze Teller hinein und den hat er wirklich gerade noch erwischt. 3 Sushis hinterher und die nächsten 3. Ja, das ist so ein kleiner Übergriff, aber ich glaube, das können wir tolerieren. Aber was macht der Mann jetzt mit dieser Suppenschüssel? Gar nichts. Hat sie einfach vorbeigelassen. Okay. Und wieder der gefährliche Pudding. Er hat auch einen schönen Kampfanzug an. Und es sieht aus, als hätte er lang nichts mehr zu essen bekommen. Die ersten 8 Teller waren jedenfalls überhaupt kein Problem. Das Problem ist wirklich der Pudding. Ja, da schüttelt er schon den Kopf. Ich glaube, er wird es nicht schaffen. Wobei ich ehrlich gesagt die Mischung aus Creme Karamell und rohem Fisch doch einigermaßen ekelhaft finde. Ah, ihr zwei werdet uns Japaner nie verstehen. Wenn du meinst, Kimiko, aber jetzt ist er schon an der Suppenschüssel. Nur umwerfen, das gilt leider auch nicht. Und es wird wieder ein bisschen romantisch, es wird geküsst und es müssen ja nicht immer ein Mann und eine Frau sein. Warum eigentlich nicht? Ja, es können natürlich auch ein Mann und eine Frau sein, aber auch 2 Männer, 2 Frauen, wie auch immer, in Japan ist man da sehr tolerant. Die beiden jedenfalls gewinnen den 1. Preis in der künstlerischen Darbietung. Und ich glaube, für uns wird es Zeit, uns nochmal ins Auto zu setzen, Lenz. Wollt ihr noch mehr? Ja, unbedingt noch viel mehr. Ich glaube, das kann noch irgendeiner dieser fantastischen Profis schaffen. Ob im Auto oder unter Wasser, gleich gibt's mehr hier bei Sports Bagger. Sports Bagger, was haben wir nicht schon alles gesehen? Wir haben Menschen in Hafenbecken fallen sehen. Hula! Wir haben die unglaublichsten Sushi-Vertilger der Welt gesehen. Und wir haben leidenschaftliche Küsse unter Wasser erlebt. Glaubt bloß nicht, dass ich bei sowas mitmache. Oh, schade, Kimiko, aber vielleicht hättest du Lust, beim Stuntcar mitzufahren. Wir haben 2 neue Kandidaten, die auf den 1500 Meter langen Parcours gehen. Der erste hat jetzt gleich die Mindestgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erreicht, ist durch den Torbogen gefahren und jetzt kann der Verfolger auch loslegen.
Die beiden mutigen Kandidaten sind beides Automechaniker. Vorne sitzt Herr Sakurai und im hinteren Auto Herr Okashi. Und die beiden müssen versuchen, die Wagen aneinander zu koppeln. Das sind ja eigentlich erstklassige Voraussetzungen. Erst können sie die Autos verschrotten und dann wieder zusammenbauen. Erstmal müssen sie natürlich versuchen, hier einigermaßen heil durch den Parcours zu kommen. Hier haben wir wieder die Rush-Hour-Sequenz. Da wird's ganz schön eng. Oje, schon gleich zu Beginn aus der Kurve getragen. Da ist es ein bisschen zu eng geworden. Ja, dieser Parcours, der hat's wirklich in sich. Ja, in diesem Fall, Kimiko, kann man wirklich nur sagen, Blechschadenfreude ist die schönste Freude. Aber eigentlich hätte ich auch gerne so einen Ramsporn vorne zum Einparken. Würde viele Sachen wesentlich leichter machen. Neues Spiel, neues Glück. Ja, diese beiden Kandidatinnen bemühen sich am Seil über dem Hafenbecken. Gleich kommt der Fallschirm mit dem Geld. Sportsbagger, die Show, wo Geld vom Himmel fällt, aber Menschen auch ins Wasser fallen. Jetzt haben wir zwei Baseball-Profis aus der japanischen Liga. Kaname Yashiki haben wir gerade gesehen mit einem Super-Catch. Und den bräuchte er hier auch. Sein Partner Hiroshi Watanabe. Und die beiden spielen bei den Tokyo Giants. Das heißt, ihr Timing ist natürlich an und für sich schon perfekt. Und Timing ist bei diesem Spiel alles. Volle Konzentration. Und jetzt der Catch. Unglaublich, er war auch hier erfolgreich bei diesem Spiel, denn es geht ja immerhin um 1 Million Yen. Kaname Yashiki, 37 Jahre alt, Outfielder der Tokyo Giants. Er holt sich 1 Million Yen. Und dann haben wir hier einen Hobby-Wrestler. Und der Hobby-Wrestler ist schon beim 13. Teller angekommen. Guten Appetit. Den hat er offenbar nach wie vor. Ja, da heißt natürlich auch wirklich Proteine sammeln. Ich glaube allerdings, eine Orange ist wirklich gemein. Schließlich hat er keine Zeit. Da kommen ja sofort die nächsten Teller angerauscht. Die Orange muss natürlich auch noch geschält werden. Ja, da ist natürlich Fingerfertigkeit vonnöten. Er hätte aufs Schälen verzichten sollen. Ganz schlucken. Wenn das so einfach wäre. Ja eben, das glaube ich doch auch. Außerdem war es eine Mandarine. Der erinnert mich ein bisschen an den von Zimmerfrei. Wie heißt der nochmal? Du meinst Götz Alsmann, aber ich glaube, der kann nicht so viel weg verputzen. Aber Ukulele spielen. Also, als Ukulelist ist er mir noch nicht aufgefallen, eher als Klavierspieler. Und den würde ich auch nicht in meine Wohnung holen. Der isst ja alles weg, was im Kühlschrank ist. Guck dir das an. 17. Teller ist er schon. Ja, aber irgendwann mal ist es dann doch zu viel. Guten Appetit. Da, den könnte er jetzt wirklich noch brauchen. Schauen wir noch mal bei den Küssern vorbei. Hier haben wir zwei Zirkusartisten, die bisher noch jede schwierige Situation gemeistert haben, aber mit der Luft sieht es irgendwie nicht so gut aus. Schwieriges Spiel. Aber unglaublich, sie haben die 1 Minute schon überschritten. Naja, aber das war eine großartige Leistung. Das war eine großartige Leistung. 90 Sekunden und sie hätten die Million gehabt. Aber jetzt haben wir echte Rennfahrer, aktive Rennfahrer. Hier haben wir Michael Krumm und ich sage dir, der Mann kommt aus Deutschland, in Reutlingen geboren, fährt in Japan Auto und ist Seriensieger im japanischen Tourenwagenrennen, fährt im Moment in der Nippon Series und das ist so das japanische Gegenstück zur Formel 3000. Also auf der Piste kann er sich auf jeden Fall durchsetzen, doch jetzt heißt hier natürlich echtes Teamwork zeigen. Und im Teamwork scheint er nicht so gut zu sein, denn schau dir an, die obere Skala dort, das ist seine Geschwindigkeit und er fährt viel zu schnell.
Er darf nicht langsamer fahren als 40, aber der Mann fährt ständig 50 oder sogar noch mehr. Und sein armer Kollege Sebastiano Martino, der auch in Japan Rennen fährt, der kommt da kaum hinterher. Er hat die Höchstgeschwindigkeiten einfach so drin. Er kann da nicht mehr raus aus seinem Naturell. Ist auch schon sehr lange Rennfahrer. Ist sogar schon in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft gefahren im Team von Keke Rosberg. Und in Japan ist der Mann ein echter Star. Und guck dir diesen Bauerslide an. Phänomenal. Zwei so schnelle Kandidaten haben wir in diesem Spiel noch nie gehabt. Aber vielleicht ist das nicht unbedingt das beste Rezept. Schließlich hat man nur 1500 Meter Zeit, um die beiden Wagen aneinander zu koppeln. Auf einer Seite dürfen natürlich die 40 Kilometer pro Stunde auch nicht unterschritten werden, denn sonst ist das Spiel natürlich sofort vorbei. Aber die beiden zeigen da eine fantastische Beherrschung ihrer Autos. Obwohl sie solche Autos ja sicherlich nicht unbedingt gewöhnt sind. Aber die sind wirklich durch gar nichts aus der Ruhe zu bringen. Klar. Ja, jetzt kommt es allmählich in die entscheidende Phase. Das könnte gut gehen. Oh, ein Rücklicht erwischt. Vielleicht das zweite auch noch. Er tastet sich so langsam ran und der vordere Wagen, der hat auch ein paar Benzinkanister da mitgeschleift. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Klar. Die beiden haben es geschafft. Unglaublich. Aber man braucht wirklich Profi-Rennfahrer, um dieses Spiel bestehen zu können. Und das heißt, für die beiden gibt's 1 Million Yen. Und sie freuen sich. Was für eine fantastische Beherrschung ihrer Wagen. Und sie hatten nur noch vielleicht 100 Meter Zeit, um das Ding tatsächlich über die Bühne zu bringen. Phänomenal. Und jetzt küren wir wie immer unseren Backer des Tages auf Platz 3, der Hobby-Wrestler, der an der Mandarine scheitert. Platz Nummer 2, unsere Automechaniker, die doch eine ganz besondere Vorliebe für Schrott haben. Und der absolute Backer des Tages, unser Superpreis, geht an die beiden Superküsser. Glaubt bloß nicht, dass ich bei sowas mitmache. Naja, wir können uns ja zumindest bis zur nächsten Sendung bemühen. Ja, Kimiko, dann sehen wir uns wieder bei Sportsbaka. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbaka.